zu bewegen. Und ich sage Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Play mit Damakash. Wir spielen Lucius. Wir haben gerade dem Herrn Jean geholfen, dass er lernt, dass Rauchen ungesund und tödlich ist. Und es ist Nacht und Daddy ist bei uns zu Besuch. Und jetzt sollen wir die Telekinese-Fertigkeit durch die Taste 2 lernen zu benutzen. Ausgezeichnet. Ah, okay, wir können hier... Ah, okay. Gut. Ja, gut. Du kannst das Objekt jetzt mit der Maus bewegen. Drücke jetzt zusätzlich noch... Halte Maus 1 und Maus 2. Ah, okay. Okay, das ist ein bisschen... Na gut. Durch Drücken beider Tasten versuche, das Objekt zur Kiste zu transportieren. Huch, das war ein Stück zu weit. Na, das kriegen wir da schon rein. Ausgezeichnet. Jawohl. Haben wir gut gemacht. Papa ist stolz auf uns. Was haben wir hier denn noch? Sehr gut. Haha. Ach, Maschinen kann man damit auch starten. Na, dann machen wir doch mal. Du machen musst, mein Sohn. Du musst deine Mission fortführen und mir sehen. Sei vor. Aber natürlich, Daddy. Aber hab keine Gnade. Ja, gut. Gnade haben wir sowieso nicht viel. Benutze die Karte, wenn du dich verläufst. Die werde ich wahrscheinlich öfter brauchen. Mein Orientierungssinn ist ja nun nicht gerade der beste. 4. August 72. Schwere Musik. Ja, wir haben Mistwetter da draußen, glaube ich. Wir räumen mal wieder unsere Sachen ins Spielzeug ein, in die Spielzeugkiste. Ich hoffe, das kann man auch öfter machen, dass das dann zählt. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Nee, sieht nicht so aus. Da aktualisiert sich auf jeden Fall nichts. Dann gehen wir mal raus hier. Dann brauchen wir auch nicht aufräumen. Hat ja keinen Sinn. So, was gibt's denn hier so ein bisschen? Dann mal wieder das Schlafzimmer. Man muss ja alles ein bisschen durchstöbern. Man weiß ja nie, wo man was findet. Ganz viele Zeitungen. Gibt's hier einen Schlüpfer? Ja, da liegt ein Schlüpfer. So viel Personal und dann sowas. Na, den Schlüssel können wir nicht nehmen. Wer hat denn Socken in seinem Nachtkästchen? Naja, gut. Wo geht's hier denn noch lang? Da ist abgesperrt. Da auch. Ah, Badezimmer. Da ist auf. Wir gucken erstmal ins Badezimmer rein. Schauen uns das mal an hier. Na, da können wir nichts rausnehmen. Da hat sich jemand Badewasser eingelassen und nicht gebadet. Und da liegt ein Föhn mit eingestecktem Stecker. Will nicht irgendjemand baden? Ich bin dafür. Das bietet sich doch eigentlich an hier. Ach, da ist Toilettenpapier nur drin. Also sind aber viele leere Schubläden. Ach, eine Zahnbürste haben wir. Ach, können wir Zähne putzen jetzt? Ja, wir sind ein guter Junge. Wir putzen uns die Zähne. Meine Zähne putzen. Ja, das haben wir gut gemacht. Da ist das denn nichts. So, wo geht's denn hier noch lang? Also es ist ja wirklich ein gigantisches Haus. Gästezimmer.
Und der Ventilator läuft. So warm wird das nicht sein, oder? Da liegt auch noch Dreckwäsche rum. Also bitte. Na gut. Aber hier sind auch so viele Türen, ne? Das gibt's ja nicht. Hier ist ein begehbarer Kleiderschrank. Ah, was haben wir denn da gefunden? Was ist denn das? Das sieht aus wie Whisky oder sowas. Ich bin zu klein, um in die oberste Schublade zu gucken, eigentlich. Na gut. Machen wir hier mal wieder zu. Aber eine Flasche Whisky haben wir schon mal. So. Dann gucken wir gleich mal auf unsere Karte. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Was sollen wir denn hier machen? Da sind wir. Wir müssen die Treppe runter. Okay. Das können wir machen. Da unten liegt noch... Ach, da liegt so ein Auto, ein Spielzeugauto von mir. Okay. Na, dann gehen wir mal runter. Und nun? Der ist hinten im WC anscheinend. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich da hinfinde. Diese große Tür sieht so aus, als wäre das die richtige. Hallo Mama! Ja, ich habe ganz toll geschlafen, Mutti. Na, das ist die falsche Tür. Aber hier sind wir doch schon im richtigen Gang, oder? Ja, sieht so aus. Da ist doch... Hallo, Ivor. Na? Ivor. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Was haben wir denn hier? Ah, die Aufgabenliste. Ein Stift. Schnell weg damit. Was haben wir denn hier noch? Ich nehme ja immer alles mit, ne? Was nicht nied- und nagelfest ist hier. Jetzt setzt er sich dahin. Also Ivor, dafür wirst du büßen, so ein fauler Hund. Das geht ja nun nicht. Ich habe einen Schraubenschlüssel gestohlen. Vielleicht sollte ich damit etwas zerschlagen. Ja, da werden wir sicherlich etwas mit zerschlagen und auch einen Weg finden, wie wir den Hausmeister loswerden, würde ich sagen. Aber da schauen wir dann im nächsten Teil weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, ciao, ciao!